Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Das will doch niemand wissen. Heute mit dem ganz besonderen Gast. Ja. Unser heutiger Gast tu mir nicht reinreden. Ist fast Fußballprofi, fast Model und wäre fast gestorben. Helmut Berger? Ist er zum Glück nicht. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute hier ist und für uns Zeit findet. Macht einen riesengroßen, fetten Applaus für Materia! Fast gestorben. Das ist der Benny. Das ist ein Geschenk, das kommt vom Herzen und das möchte ich einfach mal übergeben. Ist aber lieb, danke. Und als der Benny ein bisschen älter war und sein Zeugnis bekommen hat in der Realschule, sah er so aus. Da habe ich ganz doll geschwitzt. Denk mal, ich habe keine Brille auf, ich muss das vom Nahen sehen. Es wird nicht schön, da kann ich dir schon mal spoilern. Ist gut. Kannst du mitnehmen, kannst du verschenken. Bist du aus der Schweiz? Ja. Du hast gleich ein Witzbuch gelesen. Ja. Wir haben heute Freitag 17 Uhr. Ganz kurz, was ist eigentlich hier? Das haben wir geschenkt bekommen. Ist das? Oder ist das noch? Achso, die beiden sind noch, glaube ich, noch ein Pärchen. Oder ja? Willst du dich ranmachen? Gut, nee. Wir haben Freitag 17 Uhr und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Und du bist heute Abend im Neo-Magazin. Kann das ZDF-Magazin Royal? Ja, so. Ist das möglich? Haha. Ich habe eine Frage. Kannst du das während der Sendung auch noch tragen? Das wäre toll. Ja, wenn du beim Jan bist, ja. Zieh das drüber. Natürlich. Dann lasse ich mir deine Unterschrift tätowieren, wenn du das machst. Ja? Mach ja. Oh. Spontan tätowieren ist gar kein Ding. So kleine Ottifanten und so. Ja, bei mir kannst du Riesenelefanten drauf machen. Nee, kleine Ottifanten. Wir haben unsere ZuschauerInnen auf Instagram. Was haben wir? Welche? ZuschauerInnen. Oder außen? Auf Instagram gefragt, was wollen sie nicht von dir wissen? Und mit diesen Fragen werden wir dich jetzt konfrontieren. Bist du bereit? Das ist genial, ja. Und zwar kommt die erste Frage von Elias42. Mbarek, oder wie? Und er fragt dich nach deinem Fetisch. Hast du einen Fetisch? Hau mal raus. Fetisch. So Lackstiefel. Lass mich doch selbst antworten. Gib doch keine Antwort. Wenn du eine Hexe bist und zu Hause am frühen Frühstück isst, also zaubern kannst, dann ist das ja auch ein Fetisch. Ah, ja. Der Mann hat's drauf. Das ist echt der also, aber den richtigen Fetisch habe ich nicht. Also, ich habe jetzt irgendwie keine, ich sammle keine Socken oder Unterhosen. Lack und Leder, das finde ich schon ganz gut. Findest du das gut, dass das so quietscht? Es gibt ja Leute, die finden das total gut, wenn die spülen und dann ziehen sie sich Gummihandschuhe an. Ist das gut. Gab es eine Reportage von? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Was ich wirklich mag, das ist so ASMR, es gibt doch diese Seifen, diese Soap. Ja, wo die das so schneiden. Das mag ich wirklich, wenn die in einem durchgehen, ja, das finde ich schön. Ich kenne jetzt Seife nur von Instagram, im privaten Haushalt. Aus dem Knast. Eda Y fragt. Was war der außergewöhnlichste Ort, an dem du kacken warst? Viele. Hinter die Couch. Ich würde sagen, ich habe mal im Mount Everest Gebirge in Lukla, da habe ich mal geschafft. Aber wo auch sonst? Naja, auch ziemlich hoch, auf so fast 5000 Meter. Um dein Gebiet zu genau, selben, wie ein Hund quasi zu sagen, das ist mein Revier? Um den Yeti zu vertreiben. Okay, das heißt, du musstest stark oder war das ein... Naja, es ist der Mensch. Oder war es dein Fetisch? Der Mensch muss, mein Fetisch. Ah, okay. Ich hab mal in den Wald gekackt, ist gar nicht so lange her. Welchen Waldscheißer, Wald? Sagt man auch. Ja, und da habe ich mir wirklich mit dem Blatt gesäubert. Es funktioniert tatsächlich. Ja, klar. Hä, aber wie war das? Aber ich habe das Blatt dann nicht vom Mund genommen, ne? Nee, das habe ich dann. Das war ein 10-Euro-Schein. Das ist ungefähr drei, vier Jahre her. Da war ich in Köln-Stammheim in einem Wald und habe gekackt da. Einfach um 14 Uhr einfach so. Dennis hat eine Zeit lang in dem Tipi-Zelt gewohnt, deswegen... Du reist sehr gern und sehr viel. Hast du Heimweh? Ich bin jemand, der sehr schnell Heimweh hat. Nee, ich habe eher Fernweh. Okay, das heißt, du willst auch gerade abhauen eigentlich? Du willst raus? Ich will direkt weg. Nur dieses Kissen hier und renn los. Nee, nein, also natürlich ist das schön. Ich liebe auch meine Heimat. Ich liebe auch da, wo ich herkomme. Und ich liebe es auch an der Ostsee und im Norden. Aber trotzdem liebe ich auch die Welt und mag es zu reisen. Warst du schon mal am Ballermann? Nee, war ich tatsächlich nicht. War Mallorca war ich schon zweimal. Mhm. Oh, in der Kathedrale. Also ich sag ja auch mal, Malediven ist nur einmal im Jahr. Ja. Das ist ja mein Lebensmotto. Ja, habe ich gehört. In der Szene spricht man sich rum. Das ist dein Spruch. Also gerade im Winter, also das darf man nicht vergessen, Deutschland ist ja auch Reiseweltmeister. Echt? Ja. Die hauen alle ab. Ja. Und es ist natürlich irgendwie, wenn der Winter so ein Monat wäre, wäre es okay. Aber er ist halt bei uns irgendwie gefühlte 5 Monate und da fahre ich schon gern weg. Kommen wir zur nächsten Frage. Das könnt ihr ja nicht, weil wir müssen die ganze Zeit Sendung produzieren, machen. Ich werde kein Urlaub machen. Wir können das auch zusammen, das Studio zusammenpacken und dann machen wir in Zürich oder in... Stimmt, ihr könnt so ein mobiles Studio machen. Ja. Dann ist es mal worldwide. Richtig, da bist du quasi unser Touristenführer. Sehr gerne, sehr gerne. Warst du schon mal Après-Ski machen? Weil Betonung auf Touristen. Après-Ski, ja, habe ich schon. Ist das dein Ding? Magst du das? Das finde ich schon gut. Ist cool, ne? Ja, ist gut.
Das ist ein bisschen doof, aber ziemlich gut. Genau wie wir. Genau, wie wir. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar kommt die vom Herbstmeister. Was ist dein hässlichstes Kleidungsstück? Gut, die Frage brauchen wir nicht stellen. Pilzi Benjamin fragt. Gut. Pilzi Benjamin fragt, ob er beim Duschen den Duschkopf festhält oder einhängt. Duschst du so oder bist du einer, der den Körper so... Nein, ich lass ihn oben. Ja. Ich liebe auch so. Ich finde es irgendwie gut, weil ich bewege mich dann eher. Ja. Meistens sitze ich in der Ecke und weine, wenn ich dusche. Aber du weißt wie, ne? Ja, du weißt, wie es geht. Ich kenne das, ich kenne das. Wenn mir der Kajal runterläuft, ich in der Ecke sitze. Aber ich finde das total geil in Hotels, diese dicken, fetten Regenduschen, wo man sich einfach drunter stellt. Und dann, ich war einmal in Dubai und... Dubai sein ist alles, ne? Dubai. Und das war auch so eine geile Dusche, ich wollte da gar nicht mehr raus. Ich finde ja trotzdem Hotelzimmer krass überschätzt. Also ich muss sagen, also Hotelzimmer sind heftig, aber was sollen freistehende Badewannen in Hotelzimmern? Wer badet denn da? Das ist Ahnung. Also ich würde jetzt sagen Mädels oder so, okay, baden. Also ich bade sowieso jetzt nicht oft, bin der Duschtyp, aber... Man geht doch nicht in so ein Zimmer und setzt, okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bade jetzt. Ja, stimmt. Oder machen das Leute? Stimmt. Anscheinend ja, oder? Ja, es ist doch einfach nur da. Wir waren in München auch baden, jetzt ist kein Scheiß. Man braucht einfach nur ein Bett, ganz kleinen Raum, einfach nur ein Bett, wo man, und irgendwie muss es dunkel sein und nicht 80.000 Lichter, die blinken und so, das ist wichtig. Aber jetzt hast du dir das verspielt, für Shows, wo du eingeladen wirst, dann kannst du die Reisekosten in die Höhe treiben. Brauch nur noch einen Raum mit dem Bett, liebe Freunde, also wenn jetzt Bett das eingeladen wird. Ja. Richtig. Jules 2309 fragt, wie oft er in der Woche nicht kifft? Ich kiffe gar nicht. Gar nicht? Ich kiffe gar nicht. Statements! Hast du schon mal gekifft? Ich hab schon mal gekifft. Ich noch nie. Ich hab in meinem Leben noch nie gekifft. Ja. Kannst du Benni mal einen bauen? Ja, komm, wir bauen mal so. Ich kiffe ja nicht mehr. Aber wenn wir jetzt was hätten, wir hätten jetzt hier Material. Hier ist der Grinder. Er weiß gar nichts. Du weißt aber alles, du kennst dich aus. Verkaufst du bald deinen Shisha-Tabak eigenen, oder? Ich hab alles drumherum gekauft, aber ich trau mich nicht, Gras zu kaufen. Wir tun jetzt mal so, das ist der Grinder. Ja. Ich hab ein paar Knospen liegen. Und dann nimmt man das und schiebt ein Blättchen. Gut, kannst du es doch. Und dann ist doch raus. Und dann dreht man. Kannst du es übrigens auch mit Crack machen. Dafür habe ich einen Löffel. Muss ein Joint immer umgegeben werden oder kann ich den auch alleine rauchen? Ich dachte immer, es ist so ein Ding, was man in der Gemeinschaft mal tut. Mal so, mal so. Ja, also finde ich auch. Ich finde, wenn man kifft oder... Also bei mir hat das einfach nichts mehr mit meinem Leben zu tun, deswegen kann ich nicht mehr kiffen. Kiffen ist so... Es ist auch ein ganz schön doll geworden, alles mit dem Kiffen. Mhm. Ich finde, das ist so... Ich glaube... Bist du für die Legalisierung oder bist du dagegen? Ich bin schon dafür. Ich auch. Ich bin dafür, dagegen zu sein, wollte ich sagen. Ich auch. Aber du bist ja ein Musiker, du bist ja ein Rockstar. Du hast auch mal erzählt, dass du lange Zeit keinen Alkohol getrunken hast. Das habe ich nur erzählt, das habe ich wirklich getan. Ja, genau, du hast erzählt, du hast auch getan. Labermacke. Und dann aber irgendwann, also wie wichtig ist für dich denn, auch vielleicht auch geordnet, aber so Rausch als Musiker, dass du dann trotzdem mal auf die Kacke haust? Doch, das ist schon sehr wichtig. Und das kommt auch auf die Musik und auf die Dollheit eines jeden Menschen an. Das kann schon mal knallen, auf jeden Fall, wenn wir irgendwie feiern. Aber das ist trotzdem, ist das natürlich total personabhängig, wenn jemand da gar keinen Bock drauf hat oder Menschen sind, naturwahnsinnig sind. Wie du im Wald, also, hast du gekackt. Ja, zum Beispiel, dann ist das, glaube ich, kein guter, und ganz oft sind ja auch, keine Ahnung, Drogen oft für Leute, die Persönlichkeit irgendwie ein bisschen schwächer haben oder schüchtern sind, sich nicht trauen und sich dann irgendwie, klar, ob du jetzt was trinkst oder weiß ich was machst, sich so, dir so ein bisschen Ego zu geben. Und das ist ja eigentlich auch nicht gut, weil man sollte ja eigentlich schon auch so sein, wie man ist. Und manche machen es einfach nur aus Spaß, so wie ich. Aber hat man da so ein Fressflash, dass man so Käse aus der Dose, der Sprühflasche? Das ist Kiffen halt, ne, Fressflash. Also das kommt aus den alten Kifferzeiten. Okay. Wenn du besoffen bist, bist du der Erste, der sich irgendwie Pommes besoffen, auf der Hand holt. Ich bin angeschwipst. Ja, du holst dir eine Pommes auf der Hand und zwei Burger für die Hosentasche. Du bist doch der Erste, der es macht. Du bist mit der Pizza in der Jacke aufgewacht. Ja, gut. Das hatte mal eine Hochzeit, da hat er sich, wenn wir feiern gewesen sind, immer von allem zweimal geholt. Der hat sich eine Pizza zweimal geholt. Dönerbox zweimal geholt. Aber Benni ist mal... Bestellst du auch einen Big Kebab, so einen Doppeldöner? Nee, aber ich habe letztens einen Pommes-Döner gegessen. Das war auch leider geil. Aber ja, ist gut, ein Big Kebab quasi ein halbes Oben noch mal Fleisch. Ah, okay. Nee, so machen die das. Also ich bestelle das fast immer. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wieso bringt niemand Marten um? Kommt von La Schilge. Kommt ran. Nein, also ist natürlich der erste Song von meiner neuen Platte. Niemand bringt Marten um. Es ist eine verrückte Situation gewesen. Ich war im Lockdown in Barbados, hing da fest, 4 Monate.
Und wie ich da hingekommen bin und mit 4 Cessna-Flügen aus Venezuela, was jetzt nicht so ein sicheres Land im Moment ist auf der Welt, das war schon alles sehr, sehr wahnsinnig. Und ich bin halt so ein Abenteurer. Also ich suche jetzt nicht die Gefahr und den Tod durch Spinnenbiss. Mhm. Gar nicht. Ne? Aber ich reise halt eben nicht. Ich fahre halt nicht in irgendein Hotel, sondern ich bin halt mit meinen Kumpels und ein paar Zelten unterwegs und wir ziehen durch den Regenwald. Und Dinge können passieren einfach. Und alles will ich einfach töten und umbringen. Und bis jetzt haben es auch schon einige probiert. Aber wollte ich schon mal jemanden stechen, den Stich geben? Also du meinst Menschen jetzt mit einem Messer? Nein. Oder erschießen oder enthaupten? Ich wurde schon mal überfallen. Also zweimal überfallen, aber was eigentlich ziemlich schnell ging. Nee, enthaupten, nee. Nein, ich glaube an die Menschen. Ja. Und es gibt viele Menschen, gerade in Ländern, wo die Leute weniger haben und wo die Leute ärmer sind, sind die Menschen auch die nettesten Menschen. Das war mir ein bisschen zu deep, deswegen direkt die nächste Frage. Komm, erst aber ich fand es auch trotzdem gut. Es war schön, dass ihr es auch deep sein lassen gerne. Danke für den Moment. Die Jojo Hanisch fragt, was guckst du für Pornos? Ich guck tatsächlich auch keine Pornos. Bist angewidert davon? Ich habe bei mir diese Kameras. Oder mal guckst Nein, du ich war noch nie, also ich habe tatsächlich, alle meine Freunde sind harte Porno. Hey, was geht? Ich war noch nie so der krasse Porno-Guck-Typ. Ich bin ja Musiker, ich schreibe Texte und ich muss kreativ texten, sagen wir es mal so. Ich brauche eine Fantasie. Wenn ich praktisch geil bin. Nein, man kann ja auch mit seiner, also ich habe jetzt nicht so, dass ich noch nie mal mit dem Porno geguckt habe, schon, aber es gibt ja Leute, die wirklich viel extrem Porno gucken, aber die wird ja die Fantasie abgenommen. Das heißt, du musst sie nicht selber bilden. Und ich bin so der Typ, ich bilde, so entstehen ja auch meine Alben. Richtig. Praktisch, indem ich irgendwie mich nackig in mein Hotelzimmer lege und dann... In die Badewanne? Niemand bringt Martin um. Rebella fragt, hast du dich schon einmal auf Sex mit einem Fan eingelassen? Das ist auch die Frage, also es ist, ja, was sind Fans? Hast du schon mal ein ein Materia-Fan-T-Shirt von hinten gesehen? Ja, aber da war ich auch, da war ich 18 oder 17 oder so. Ja. Also, Benni, hast du dich schon mal Sex mit Fans? Ich habe keinen Sex mit Zuschauern, nein. Dieses Lachen. Da sind so viele, da sind gerade so viele Bilder durch deinen Kopf. Er hat hier schon so oft erzählt, wir wissen ja alle, dass er Benni auch einige Sachen... Ich war 17, 18, 19. Ja. Was ist für dich noch in deinem Alter, du bist sehr erfolgreich, was ist Erfolg? Ist es Charts, ausverkaufte Tourneen, was ist für dich Erfolg? Nee, das alles tatsächlich nicht. Erfolg ist, sich immer wieder neu zu entwickeln und immer wieder neu zu erfinden. Das ist wirklich Erfolg, wenn man das schafft. Wenn man es schafft, egal in welcher Form man irgendwie am Start ist, ob das jetzt im künstlerischen Job ist oder im normalen Leben, wenn man immer wieder sich ein bisschen aus der Comfortzone so rausboxt, obwohl eigentlich alles gut läuft, aber wenn man merkt, irgendwie ist das Alltag geworden und irgendwie zeigt mich das nicht mehr so richtig, dann die Eier zu haben und was neu zu machen, das ist für mich Erfolg. Und das ist für mich wirklich gut, weil man am Ende damit belohnt wird, dass man immer glücklich ist. Erfolg ist kein Glück. Erfolg ist der Summe der Arbeit. Allerletzte Frage heute. Alex AC93 fragt, wie findet Martin Ralf Schumacher? Geht so. Martin, großen Applaus für Martin. Ja! Sein neues Album, 5. Dimension, ist jetzt überall erhältlich. Wenn wir uns mal irgendwo sehen, dann trinken wir mal einen zusammen. Von mir aus auch ein Wasser. Sehr gerne. Ich freue mich. Hat Spaß gemacht. Ich finde auch, dass du ein ganz toller Mensch bist. Du digitale Endcard. Du auch. Danke. Oben gibt es ein Video von Unlock, zu dritt im Bett gelandet. Mit Materia. Und unten, was nervt Christoph Maria Herbst. Wow. Der war nämlich auch schon hier. Wow. Der Winter wahrscheinlich. Daumen nach oben, Abo, Materia auf den Touren besuchen. Auf worldwide Wiedersehen uns. Farewell. Farewell.